Herzlich willkommen zu einer neuen Shortfish Story. So viele von euch haben sich einen Catch and Cook gewünscht. Deswegen gibt es heute bei Shortfish Stories das erste Catch and Cook. Ich habe mir eine Pfanne und ein Filetierbrett mit ans Fjord genommen. Am liebsten wäre mir ein Dorsch, aber ich hoffe natürlich, dass ich überhaupt einen Fisch fange, sonst wird es nichts mit dem Catch and Cook. Die Sonne ist bald hinter den Bergen verschwunden, viel Zeit habe ich nicht mehr und deswegen lege ich jetzt los. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Video. Wie eben schon erwähnt, wäre mir ein Dorsch am liebsten. Und deswegen habe ich mir wieder meinen Favoritköder rangemacht. Ein Gummifisch im Motoröl, 23 Gramm. Das reicht hier vom Ufer locker aus. Für das Catch and Cook habe ich mir eine Steilküste ausgesucht. Hier fällt das Wasser richtig tief ab. An der Kante hat man oft ein paar Pollacks dastehen. Und hier in den kleinen Buchten, die etwas flacher sind, bis maximal 20 Meter, da stehen oft ein paar Dorsche. Und werden wir mal schauen, ob es heute auch so ist. Drückt mir die Daumen, sonst bekomme ich heute kein Abendbrot. So schön absinken lassen. Eigentlich genau die gleiche Angelei wie auf Zander. Absinken lassen und im Zickzack über Grund jiggen. Die meisten Bisse kommen in der Absinkphase. Eigentlich wie beim Zanderangeln, nur dass es hier etwas tiefer ist. So, beim ersten Wurf kam schon mal nichts. Wer die Videos mit der Unterwasserkamera vom Kajak aus kennt, dem wird vielleicht auffallen, dass das derselbe Spot ist, an dem ich den Dorsch mit Livebiss auf die Unterwasserkamera bekommen habe. In dem Video hat man ganz gut gesehen, wie die Fische hier unten an der Kante stehen. Hoffentlich heute auch. Ich lasse den Gummifisch bis zum Grund absinken und jig den bis hier unten an die Kante ran und kurbel ihn dann wieder hoch. Genau bei dem Hochholen knallen dann oft die Pollacks auf den Gummifisch, da die hier genau unten an der Kante stehen. Oh, Fisch an! Yes! Und er hat am Grund reingetaucht, so ich gehe davon aus, dass es ein Dorsch ist. Wow, geht der in die Bremse! Hammer! Warum ist er nicht so groß? Soll ich denn so einen riesen Fisch essen? Wow! Jetzt hängt die Schnur an der Kante da unten. Oh nein! Komm nach oben! Jetzt kommt er mir entgegen. Hat der zwei Fluchten gemacht? Alter Schwede. Oder Norweger in dem Fall. Das ist ein Pollack. Schöner Fisch. Wow! Fast noch baden gegangen. Der Fuß war schon drin. Alter, geht der ab! Ein schöner Fisch. Aber der ist mir etwas zu groß für meinen Catch and Cook. So, Hand nass machen, vorsichtig den Kiemendeckel anheben, da ist er. So, was für ein schöner Fisch, wow, Wahnsinn. Der Fisch ist eindeutig viel zu groß für meinen Catch and Cook, deswegen geht er wieder zurück. Außerdem sieht er aus, als hätte er sehr viel Laich drin. Der soll lieber noch für ein paar Pollacks-Babys sorgen. Dann hätten wir auch in ein paar Jahren noch schöne Pollacks fangen können. So, das war der erste Fisch. Fast noch baden gegangen dabei. Also wenn ich hier reingerutscht wäre, dann wäre ich auf jeden Fall abgetaucht. Pollacks sind echt heftige Fighter. Was für ein Drill. So, weiter geht's. Vielleicht kommt ja noch ein Dorsch oder ein kleinerer Pollack, der besser für das Catch and Cook geeignet ist. Und Fisch on. Yes. Fühlt sich im Augenblick noch etwas merkwürdig an. Hat noch keine Flucht gemacht. Mal schauen, was hier hochkommt. Und ein Pollack. So. Der ist etwas kleiner und passt mir besser ins Beuteschema. Wow! Yes! Es sieht ganz danach aus, als ob es heute Pollack zum Abendbrot gibt. Den versorge ich jetzt ganz schnell, damit ich dann gleich die Pfanne anwerfen kann. Der Fisch ist ausgeblutet und ist bereit zum Filetieren. Vor dem Filetieren nehme ich den Fisch gerne aus, dann wird das Ganze nicht so eine Schweinerei. Die Brustflosse ein bisschen anheben und
den Fisch schön nach vorne einschneiden, den Fisch herumdrehen, auf der anderen Seite das gleiche, Brustflosse anheben und schön einen geraden Schnitt nach vorne auf den Kopf zu. Jetzt ist der Kopf eigentlich schon abgetrennt. Jetzt öffne ich den Bauchraum, im besten Fall ohne die Innereien zu verletzen. Jetzt kann man den Kopf abnehmen und die ganzen Innereien hängen am Kopf dran. So, wo sind die beiden Möwen? Die haben sich schon auf ihr Festmahl gefreut. Ja. Und da kommen sie auch schon, um sich ihren Teil abzuholen. So, weiter im Text. Den Fisch ein bisschen abwaschen, sauber machen und wieder zurück auf das Filetierbrett. Dadurch, dass ich den Kopf schon abgeschnitten habe, kann ich hier ganz gut die Zwischengräte erkennen, an der ich das Messer ansetzen kann. Jetzt setze ich das Messer hier vorne an. Der Fisch hat noch ein paar Zuckungen, da er wirklich so frisch ist, dass die Nervenenden noch intakt sind. Aber ihr könnt mir vertrauen, der Fisch ist tot. So, und jetzt ziehe ich das Messer bis hier hinten durch. So, hier hinten ungefähr in dem Bereich hören die Bauchgräten auf. Und man kann das Messer komplett durchstecken. Jetzt ist der hintere Teil schon von den Gräten getrennt. Um das Filet jetzt schön von den Bauchgräten zu entfernen und wirklich alles an Fleisch mitzubekommen, lege ich den Fisch jetzt so hin, dass der Bauchlappen hier auf dem Filetierbrett schön absteht. Gehe mit dem Messer hier rein und drehe das Messer einfach Richtung Bauchlappen und schneide das komplette Filet los. So, da ist schon das erste Filet vom Körper gelöst. Eine recht wackelige Angelegenheit hier. Auf dem Filetiertisch lässt sich das natürlich noch viel besser machen. Jetzt noch das zweite Filet, das drehe ich mir auch wieder mit dem Rücken zu mir und fange an, von hinten einzuschneiden. Arbeite mich langsam nach vorn, schön an der Gräte entlang. Hier hören die Bauchgräten auf, das ist der Platz, wo ich das Messer komplett durchsteche und einfach schön nach hinten durchziehen. So, hat man hier hinten wieder das Filet von den Gräten getrennt. Um das restliche Filet von der Bauchhöhle zu lösen, mache ich es wieder genauso wie bei dem ersten Filet. Lege mir den Bauchlappen hier auf das Filetierbrett und drehe das Messer schön rein Richtung Bauchlappen, sodass ich auch das ganze Filet bekomme. So, da habe ich meine beiden Filets. Das ist alles, was übergeblieben ist. Sieht jetzt nicht perfekt aus, aber auf dem richtigen Filetiertisch funktioniert es natürlich noch besser. Und auch das jetzt wieder an unsere Kumpels da draußen. Wenn ich das jetzt in die Luft werfe, steigen die sofort auf und wollen sich ihren Teil holen. Wenn ich vorhabe, das Filet wie heute zum Beispiel frisch zu braten, lasse ich immer die Haut am Filet dran, sonst würde das Fleisch, da es so frisch ist, in der Pfanne auseinanderfallen. Bis hierher ungefähr in die Mitte des Fisches gehen die Bauchgräten, deswegen kann ich mir hier das Stück schon mal abschneiden. Das Schwanzstück ist grätenfrei. Jetzt möchte ich noch die Bauchgräten hier herausbekommen. Deswegen schneide ich das Filet hier ein, entlang der Gräten. So, und jetzt habe ich hier das Rückenstück vom Fisch komplett ohne Gräten. Die Gräten befinden sich hier drin, deswegen schneide ich diesen Streifen hier raus. So, das ist der Streifen mit den Gräten drin. Den bekommen wieder unsere Möwen. Und das ist jetzt das erste komplett grätenfreie Filet. Mit dem zweiten Filet mache ich genau das gleiche, schneide hier ein. Hier befindet sich jetzt noch eine ganze Reihe von Gräten, die ich wieder genauso rausschneide wie beim ersten Filet. Die Gräten stecken wieder hier drin, deswegen schneide ich mir das Stück mit dem Gräten hier heraus. So, und so hat man den Fisch perfekt auseinandergenommen. Die zwei Schwanzstücke, grätenfrei. Hier aus den Bauchstücken haben wir die Gräten auch herausgeschnitten, sowie aus den Rückenfilets. Meiner Meinung nach ist das die beste Methode, um grätenfreies Filet zu bekommen und trotzdem das meiste Fleisch aus dem Fisch herauszubekommen. So, und jetzt machen wir uns ans Zubereiten. So, der Kocher ist angeworfen. Jetzt die Pfanne drauf. Bevor ich jetzt das Öl in die Pfanne gebe, lasse ich die Pfanne erst schön anwärmen. Ich schneide mir Stücken noch ein bisschen besser zurecht, damit das alles gut in die Pfanne passt. Wunderbar. Wichtig, dass gerade wenn man mit Olivenöl kocht, die Pfanne erstmal ein bisschen Hitze bekommt, damit das Öl nicht verbrennt. Dadurch, dass das ein Gaskocher ist, geht das hier relativ schnell. Also jetzt das Öl rein in die Pfanne. Yes, das ist genau das Geräusch, was wir hören wollen. Dann ist das Öl heiß genug, um den Fisch reinzulegen. Immer mit der Haut zuerst. Die Haut beschützt das Fleisch gut, damit es nicht anbrennt. So, jetzt können wir das Ganze salzen.
So, jetzt fängt das Ganze schon an, richtig lecker zu riechen. Wichtig ist, den Fisch erstmal schön auf der Haut anzubraten. Kurz bevor ich den Fisch umdrehe, kommt hier noch ein bisschen Zitronenpfeffer drauf. So, jetzt wird das Ganze umgedreht. Da kann man schon sehen, der Fisch ist wunderbar angebraten. Jetzt hat der Fisch auch ein bisschen Farbe bekommen. Das bringt den Geschmack. Und jetzt kann man eigentlich schon die Hitze abdrehen und das Fleisch einfach nur noch ziehen lassen. Lecker sieht's aus und gut riecht's auch. So, der Fisch ist fertig gebraten. Kommt auf den Teller. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Da Fisch alleine ein bisschen langweilig ist, kommt hier noch ein bisschen Gemüse rein. Das habe ich zu Hause schon vorbereitet. So, das Ganze brate ich einfach in der Pfanne an. Machen wir jetzt hier noch ein schönes Gemüsebett für den Fisch. Und da ich heute nicht alleine unterwegs bin, habe ich jetzt zwei davon gemacht. Die Geschmacksprobe steht noch aus. Mmh, richtig lecker. Selten so frischen Fisch gegessen. Danke an euch, die sich das Catch & Cook gewünscht haben. Wenn euch das Catch & Cook gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, um die nächste Shortfish-Story nicht zu verpassen. Ich esse jetzt in Ruhe auf, genieße den Sonnenuntergang. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Ron von Shortfish Stories. Bei so einem Ambiente hier draußen schmeckt das Ganze noch mal viel besser. It's really tasty, isn't it? It's very tasty. Yeah.